Folge 5. Ein Tag mit Matthias Schaub. Leitung Haustechnik. Mein Rekord war mal 35.000 Schritte am Tag. Das ist viel. Die Schuhe habe ich jetzt ein halbes Jahr an. Sind abgelaufen. Mein Name ist Matthias Schaub. Ich werde auch Matze genannt und ich leite sozusagen die Haustechnik mit Klaus, was alles so anfällt. Mädchen für alles. Mit 349 muss man bei, das ist Wandlicht und spiegelig im Badeffekt. So, unsere Reparaturaufträge kriegen wir über unser Ticketsystem. Das ist im ganzen Haus verteilt. Die meisten Tickets schreibt die Hausdame, weil die ja jeden Tag in den Zimmern unterwegs ist. Wenn ihr was auffällt, schreibt sie dann. Das kriegen wir über den PC. Du, das Ticket für die, vom ist das erledigt, die Holzplatte. Also wir in der Haustechnik, wir machen unsere Baustellen eigentlich immer selber. Wir haben keine Fremdfirmen. Des Weiteren sind wir auch für die Zimmer zuständig. Wenn jetzt zum Beispiel ein Bettmotor, wir haben Krankenhausbetten und Pflegebetten. Wenn da irgendwas defekt ist, müssen wir das so schnell wie möglich reparieren. Dann mal Spiegellicht, Lampe im Zimmer defekt. Da müssen wir auch schnell reagieren. Hat funktioniert. Zu weiteren Aufgaben für die Haustechnik kommt halt auch noch Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage, an BHKW, an Luft-Luft-Wärmetauscheranlagen und Rohrbrüchen, wie wir es ja heute früh hatten. Da machen wir eine Muffe drauf. Eine Muffe und mit dem Bund noch weiter. Weil da habe ich ja. Druck drauf, ne? Ja, alles klar. Ne? Ja. Ja, alles klar. Ciao. Gut, Druck ist drauf. Also was jetzt in den letzten 3-4 Monaten richtig Spaß gemacht hat, war das neue Schwimmbad mit aufzubauen, mit Duschen, mit Lüftungsanlagen. Den Schwimmbadbauern, da hatten wir externe Firmen da, die wie so Schwimmbadbecken oder die Befilterung aufgebaut wird. Das war hochinteressant. Werkzeug weg. Du bist halt gut. Werkzeugkoffer weg, ne? Ja, dann geh ich erstmal schön aufs Dach wieder. Alles klar. Ja, ciao. So, dann gehen wir aufs Dach. Okay, ja, stellst du mal unten an dem Teglerstuhl hin. Ich komme gleich runter. Danke. Ciao. Also das Werkzeug ist aufgetaucht. Ah. Tja, und die wichtigsten drei Fragen haben wir uns fürs Ende aufgespart. Was ich immer dabei habe, das weiß wahrscheinlich jeder im Haus. Das ist meine, dass im Bett nicht dabei ist, das ist alles meine Wasserpumpenzange. Die habe ich immer dabei. Und habt ja, wie wir den Rollstuhl repariert haben, brauchen wir, oder das Bett, brauchen wir immer wieder. Das wichtigste Werkzeug. Und was noch wichtig ist, das Telefon. Man muss immer erreichbar sein in der Klinik. Bist du jetzt im Dackelclub? Nein, bei uns gibt es keinen Dackelclub. Kein Hausmeister Krause. Wir hoffen, euch hat dieser Einblick gefallen. Für weitere Folgen abonniert uns. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.
Eure Klinik Bavaria Bad Kissing.